So, ein herzliches Willkommen zu LS22 hier im Projekt Farmers Tagebuch. Es geht weiter. Ja, Lenny, wir sind noch unterwegs hier zum Dings hier, zu dir vorher. Ich muss das Schneidwerk noch holen. Mhm. So, gib mal Gas dann. Hörst du jetzt einmal auf, Buschi? Platz. Ja, weißt du, Lenny, ich habe hier neue Schneidwerke organisiert. Extra für Zuckerrohr und für Mais. Okay. Und auch für Poppeln gibt es welche. Muss mal in deinen aktuellen Katalog reinschauen. Ja. Übrigens, Lenny, was machen wir denn mit den zwei Sakko-Paletten da drüben von dir? Sollen wir die mal verwerten? Ja. Knall die weg. So, da hol ich schnell das Schneidwerk. Dann knallen wir uns wieder drauf da. Ich würde fast sagen, dass du dich dann rückwärts aufstellst, oder? Ja, können wir machen. Hörst du jetzt mal auf, Hund? So, dann. So, okay. Ja. Oh, geht ein Stück. Ja, alles gut. Geht ein Stück. Ja, ich häng schon im Dach drin. Hast auch alles gut. Passt alles. Jawohl, Abfahrt. Los geht die wilde Fahrt. Passt alles. Jawohl. Jetzt dabei sein, nochmal mit Fahren. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? letzte Runde, auf den Karussell. Oh Gott. Schönen Tag, liebe Damen und Herren, auf Flug 737 von MQG an den Bahnhof. Wir befinden uns gerade im Landeanflug auf dem Bahnhof. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Flug. Okay. Okay, lach drüber. So. Ja. So. Bleib mal hier den Berg runter. Oh. Ich liebe diese Haarscharf. Abkürzung. Haarscharf. Mann, liebe ich diese Abkürzung. Okay, sorry. Kannst auch runterfahren. Moment. Dass du nicht irgendwie ein Dach hängst. Sollte ich oben ein bisschen rausschieben? Oh. Gut, dass der so hoch ist. Alles sui. Laptop. Jo, danke. So, gar kein Problem. Aber ich werde mich gleich mal zu meinem Geschäftstermin begeben, Jungs, ne? Also, ne? Jo. Ihr wisst, was der Ganze heißt, ne? So, was haben wir hier für Schucker, Dings hier. Na gut, dann fahren wir mal runter. Nee, zuerst mal verkaufen wir einen Ahorns wieder. Der muss auch weg. So Martin, wenn da ein paar Stellen sind, ein paar große Stellen, die nicht gemäht worden sind, dann hat das seinen Grund. Warum das?
Die ganz große Stelle, die war noch nicht zu mähen da, die war noch halb im Wachstum. Die konnte ich noch nicht mal mähen. Okay, ich dachte, die ist schon alles erntereif. Ne, da musste ich einen Bogen drum fahren. So Jungs, ich bin da mal weg, ne? Ich wünsche euch noch gutes Gelingen, ne? Jo. Jo, ciao, ciao. Ciao. So, guck mal da mit dem Ahornsirup, da wir das wegkriegen. So, bringt bestimmt gute Kohle. Zack, 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 zack ist es gegangen. Ah ja, gut. Ja, es ist ein kleiner Obolus. So, so viel ist es da nicht. Mache ich denn jetzt keine Schwader mehr? Ja, wie keine Schwad? Ja, keine Schwad legen. Ach so, ich glaube, da müsste L1 was ist auf L1 und linker Stick durchdrücken oder R1 linker Stick durchdrücken oder rechter Stick, ich weiß es nicht mehr. Muss da ausprobieren. So, denn mit der E-Stab, das ist schon eine geniale Sache. Leise. Wahnsinnig. Ein leises Teil. Warte, ich guck mal kurz noch die Produktion durch. Ja. Oh, sag gut, 88.000 Liter. Oh, 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 Gerste ist nicht mehr viel drin. Haben wir überhaupt noch Gerste eingeladen? Ich glaube nicht. Müssen wir mal gucken. Mist ist zum Wegfahren. Oh, es ist einiges zum Tun hier unten. Oh, 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 hier wartet Arbeit. Hier wartet richtig Arbeit. So, dann gucken wir mal, ob wir den Honig gleich weiterbringen. Honig, 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 Wolle, Milch, Eier. Brot, Käse, Kleidung, Zucker, Honig, hier.
Fast Food Restaurant 1673, 1676. Johnson's Farmers Market. Naja, am weitesten weg halt wieder. Diesmal schnell hinter. Dass er auf der anderen Spur war. So Leute, dann ladet mal ab das Zeug. Also Malte, Honig lohnt sich. 22.921 Euro für 13.000 Liter. Ja. Power on. Four. Ja. Hast du die Breitablagenfunktion gefunden? Ja. So, haben wir noch gleich die Eier weiter? Sind die auch weg? Kann ich wieder neue legen, die Hühner? Oh, es wird eng. Oh, es war knapp. Jetzt seh dir nachher mal was. Wenn du nicht mehr streamst. Ja, das dauert aber noch eine Weile. Ja. Schaut's denn aus? Wer kann denn Eier brauchen? Bestimmt die Bäckerei. 1920, 2018, 2030, 2057 Bäckerei. Ob die schon wieder so weit sind?
Keine freie Kapazität mehr für Eier, ist es voll? Dann haben wir ab, dann fahren wir halt woanders hin. So, wir haben dann noch freie Kapazität. 2057 Bäckerei haben wir nicht mehr. 2030 Fastfood Restaurant. Malte, läuft eigentlich eure Mühle? Eure Bäckerei? Keine Ahnung. Hm, 16.200, muss man nachgucken. Muss man nachgucken, das hilft nicht. Und die Stadtverwaltung gehen schnell. So, das läuft. Zucker ist da. Milch, Eier sind da. Butter, Erdbeeren. Brot behalten. Kuchen behalten. Mehl ist auf Null. Oh! Was ist los? Oh! Was ist los? Malte, weißt du zufällig, ob bei euch noch oben Mehl da ist? Wird das nicht angezeigt? Ja, aber das ist nicht viel. Es steht auf Direktverkauf. Ach nee, Leute. Muss ich jetzt umstellen? Eure Bäckerei hat kein Mehl mehr. Ich würde Sachen, die ich brauche, doch nicht auf Direktverkauf stellen. Ja, das Ding stand leider auf Direktverkauf. Ich habe es jetzt dabei umgestellt, dass wir wieder Mehl produzieren. Ja. So, dann guck mal unten rein. Schaut's bei meinen Produktionen aus. Passt, passt. Da könnte man auffüllen. Ahornsirup passt. Kalk, also Multifunktionsfabrik. Saatgut, was fehlt denn da? Dünger fehlt. Dünger fehlt. Aha. Thank you.
Käste haben wir auch gleich rein. Ja, es dauert jetzt wieder ein bisschen zum Auffüllen. Es hilft nicht, muss auch gemacht werden. Aber dadurch produzieren wir ordentlich Saatgut. Und das Saatgut können wir gewinnbringend verkaufen. Kommt auch unseren anderen Leuten zugute, da wir das dann weghauen und ja, somit dann in unsere eigene Tasche wirtschaften. Machen wir dann durch 4, dann passt es. Eigentlich durch 3. Und wenn ich seinen Hof geht es eh ganz gut. So, müssen wir oben nochmal holen, den restlichen Dünger, damit die Saatgutproduktion läuft und das Saatgut dann einlagern. Schön, ein weißer Dünger, ey. Da kennt man richtig, dass das selbst produziert ist. Ja. Halt, das ist nicht die Multifunktionsfabrik. Das ist die Mistfabrik. So, hier gehört's rein. Holen wir gleich noch Silage weg. Also 268.000 Liter Silage. Aber der Fermenter muss wieder aufgefüllt werden. Das ist der einzige Nachteil. Und deswegen produzieren wir unten. Malte ist voll im Geschehen unten. Malte, wie schaut es denn aus unten mit den Feld jetzt? Ist da nur eine Stelle, die wo noch nicht reif ist, oder? Fertig. Nee, die Stelle ist immer noch nicht reif. Ist das eine größere Ecke? Einmal komplett quer übers Feld.
Ja, aber das andere war alles reif, oder wie? Oder wie groß ist denn die Stelle? Ja. Wie groß ist denn die Ecke? Kannst du ja angucken. Ja, ich guck mal dann runter. Ja, fährst du mal hoch. Genau, fährst ein Big M mal hoch, waschen, reinstellen. Wenn du noch Zeit hast und Lust hast, kannst du noch schnell mit dem Ladewagen runterfahren, schon ein Teil rausholen. Boah, hat der eine scheiß Lenkung. So, fahren wir mal zu den Kühen hinter. Rückwärts. Nehmen wir den Rest mit. Oder Teil vom Rest, was noch drin ist. Ja, Leute, aber das war's dann erstmal von der YouTube-Folge für heute. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, jetzt ist mal ein klein wenig langweilig wieder mal zwischendurch. Es zieht sich ein klein wenig. Oh, wir haben es kaum Fell vergessen, glaube ich. Nee, das haben wir gemacht. Das ist sogar gemacht. Ja, gut, aber wir sagen erstmal bis zum nächsten Mal dann. Tschüss und ciao und danke fürs Zuschauen.